Willkommen zurück zu Yooka-Laylee. Und ich habe gerade gesehen, man kann ja hier auch noch andere Sachen spielen, auch Multiplayer. Mal gucken, ob ich das auch mal irgendwann ausprobiere. Aber jetzt erstmal machen wir mit dem Hauptabenteuer weiter. Schmause leckere Schmetterlinge, um deine Gesundheit und Energie aufzufrischen. Gut, den Tipp haben wir jetzt schon mehrmals gelesen. Den kannte ich auch schon. Vom Spiel selbst wurde mir das gesagt. Und es geht los mit dieser geilen Musik. Und ich kann mich schon rollen. Das hat sich also alles gespeichert. Hab nichts verloren. Hoch, bevor die Energie weg ist. Dankeschön. Und hier haben wir beim letzten Mal aufgehört. Interessante Maschinchen. Was die wohl drauf haben. Ich weiß immer nicht, was das ist, aber anscheinend sollen die einfach für Licht sorgen. Was merkwürdig wäre, elektrisches Licht und oben wäre nochmal eine Fackel. Vielleicht sollte der Teint eines älteren Zeitalters irgendwie beibehalten werden. Und das ist ein Würfel. Vielleicht hat er auch irgendwann nochmal seine Relevanz. Im Moment sehe ich noch nicht. Ich kann noch keine Stampfattacke machen bisher. Oder? Lerne ich noch wahrscheinlich. Na gut. Gehen wir erstmal weiter. Bald möglichst in die erste Welt vielleicht kommen. Da sind wir ja noch nicht drin, meines Wissens. So. Aha. Willkommen! Ihr habt den ersten Großwälzer erreicht. Klingt so wie Großmeister. Die Großwälzer sind magische Portale zu neuen Welten. Die Wori Towers scheint viele davon zu haben. Aber nur wir Pages können sie für euch freischalten. Stellt euch auf den Schalter. Wenn ihr genug Pages gesammelt habt, können wir ihn für euch öffnen. Die sehen ja aus wie so kaputte Geldscheine, finde ich. Das ist mir gleich am Anfang aufgefallen. Ja, ja. Und dann gehen wir hinein und retten mehr von euch, was? So ist es. Aber vergesst nicht, Tausers aufzusuchen. Wenn ihr drinnen seid, ich glaube, die Tricks, die ihr verkauft, können euch bei eurem Abenteuer helfen. Trausers, fällt mir gerade auf, ist doch auf Englisch Hosen. Die hatte ja so eine coole Hose an, die Schlange. Interessant. Und die Musik übrigens ist mir auch aufgefallen, also mir ist es eingefallen, mit welcher Musik die ähnelt aus Banjo-Kazooie. Das ist doch einfach nur Brunhildas Lair, also die Oberweltmusik. Ich habe irgendwie an irgendwelche Welten gedacht und hab nicht an das hier gedacht, an die Oberwelt. Okay, ich kann echt noch kaum was. Ich kann nicht den Hochsprung. Aber den lerne ich bestimmt noch. Aber ich finde es ja genial, wie agil man im Wasser ist. Das bin ich nicht gewohnt. Auch nicht von Banjo-Kazooie. Moment, da komme ich hoch. Ich will mich erstmal umgucken. Ich glaube aber, ich weiß nicht, ob ich in die erste Welt schon rein kann. Ich denke schon. Aber was ist denn hier oben noch? Eine Maschine. Da geht's weiter, das ist dann wahrscheinlich die zweite Welt, oder? Da oben. Da komme ich jetzt noch nicht hin. Eventuell später mit einem neuen Move. Ich weiß nicht, ob die Kamera einfach vergessen wurde oder ob ich das noch gelernt bekomme. Aber so in den Ego-Modus gehen und oder ranzoomen wie in Banjo-Tooie, das scheint nicht zu gehen. Aber egal. Dann gehen wir mal hier rein, wenn es denn auch wirklich geht. Es wird ein Pagey kosten, juhu, hab ich, diese Welt freizuschalten. Möchte dir die Stammblock-Tropfen freischalten? Stammblock-Tropen-Tropfen. Ich dachte, was soll das denn für ein Name sein für eine Welt? Stammblock-Tropen freischalten, genau. Ist auch immer Schleswig-Holstein und nicht Holstein. Das ist halt meine Aussprache. Auf nach Schleswig-Holstein. Kehrt hierher zurück. Dann erzähle ich mehr über die Großwälzer. Ich will gar nicht mehr wissen. Ich will einfach nur spielen. Aber gut. So viel Geschichte brauche ich nicht bei so einem Spiel. Und anscheinend gibt es gar nicht so viele Items. Aufgepasst. Einige Tricks und Fähigkeiten leeren deine Energieleisten. Ja, das wusste ich auch schon. Wenn dies Tonika können für besondere... Ja gut, das ist nur für die Ladezeiten gedacht, damit man da abgelenkt ist. Aber ich glaube echt, so viele verschiedene Items gibt es gar nicht.
Schmetterlinge, Federn und... So, ich kann mich schon bewegen, aber die Kamera ging noch nicht. Federn und diese Pages. Mehr kennen wir, glaube ich, noch gar nicht. So, kann ich ja mitnehmen. Ich kann dir... Zumindest hieß es das. Kann ich, glaube ich, aber doch nicht. Ich wurde irgendwie auf die falsche Fährte geführt. Ich kann nicht noch mehr einsammeln, als ich eigentlich an Energie habe. Wo das da rechts, die Leiste, die suggeriert das auch irgendwie. Na, das werden wir schon rausfinden. Ja, ich muss rollen. Da muss ich mich echt noch dran gewöhnen. Dass ich auch nur eine Taste drücken muss und nicht zwei. Wie in Banjo-Kazooie. Oh, ich kriege jetzt Blatt. Ihr seid nicht schwer. Das ist auch kein besonderer Schmetterling gewesen, denke ich mal. Und die Federn sind einfach mal die Noten. Die neun. Die machen ja auch das Geräusch einer Note, oder? Und sind golden. Warum haben sie nicht einfach die Noten genommen? Das hätten sie doch machen können. Noten sind ja wohl kaum geschützt, oder doch? Urheberrechtlich. Was bist du denn? Hallo? Was? Also ich kann nicht mit ihm reden. Mit B ging das. Ach, er hat Hunger anscheinend. Er zeigt ja in seinen Maul. Und hat es sperrangelweit aufgerissen. Na gut, ich glaube, da müssen wir später nochmal herkommen. Vielleicht erklärt sich das dann von selbst, wenn ich irgendetwas finde. Da hinten ist schon wieder so ein Vieh. Nicht mit mir, meine Freunde. Was bist du denn? Irgendwas Vollgefressenes, oder eine Wolke? Oh, ihr seht aus wie ein flottes Paar. Hallo, das hier ist Lily. Ich bin Yoka und wer bist du? Ich bin Nimble. Ihr beide seid echt sympathisch. Sieht echt sympathisch aus. Wollen wir mal sehen, wer am flottesten ist? Bei einem Rennen auf meiner Bahn, meine ich. Die deutsche Übersetzung ist offensichtlich nicht perfekt, aber es war der erste Fehler bisher. Wir machen überall mit. Wo ist mein Pitchy geht? Was meinst du, Yoka? Ja, klar doch. Geht klar, Nimble. Machen wir ein Wettrennen. Im Rollenhochpark ist wahrscheinlich ein cloud-basiertes Rennen, wie modern. Ja, weil es eine Wolke ist, dachte ich mir doch. Aber ich glaube, es geht auch ohne Internetverbindung. Aber diese Anspielungen, diese neuzeitlichen, die, ja, die kann man machen. Hoffentlich versteht man die auch in 50 Jahren noch. Bei Banjo-Kazooie gibt es ja kein Problem. Los geht's, anschnallen, bitte. Eine Runde, wer zuerst alle Tore bewältigt hat, gewinnt. Und los. Alle Tore. Ich glaube, sie meint Reifen. Bisher noch nicht so schwer. Aber da kommt bestimmt noch mehr. Das mag ich doch sehr. Vielleicht habe ich aber keine Energie mehr. Was soll ich dann machen? Ja, und jetzt? Vielleicht kriege ich dadurch dann erstmal die Möglichkeit, mehr Energie zu nutzen. Ja, ich muss warten. Das ist tragisch. Normal. Kann ich jetzt noch aufholen? Moment. Ach so, die Schmetterlinge geben mir... Ah. Jetzt habe ich den verpasst. Mist. Mal gucken, ob ich jetzt noch eine Chance habe. Die Schmetterlinge, da war was. Mann! Und dann geht das. Aber macht Spaß. Und glaube ich, habe ich es schon ziemlich erbockt. Die Reifen sind auch ziemlich... Ja, toll. Ich habe keine Energie mehr. Ich habe eh verloren. Das sind viel zu wenig Schmetterlinge. Nicht schade. So viel Schweiß und dann nur der zweite Platz. Da fühlt jemand mit mir oder veralbert mich. Erhöht mich regelrecht. Ich warte auf die Wiederholung. Habt ihr Zeit für eine weitere Runde? Ja, bis es schaff. Da bin ich eisern. Yoka ist jetzt ausgeruht. Diesmal schneiden wir viel besser ab. Ich hoffe es. Kann man nicht überspringen, gut. Los geht's, anschnallen. Yay. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie effizienter gestalten kann. Ich brauche halt Schmetterlinge. Da war ein Schmetterling. Jetzt suchen wir den nächsten. Und die Noten bzw. Federn, die sollte ich auch mitnehmen. Jetzt wird's eng. Der nächste Schmetterling, bitte. Ich habe ihn doch erwischt, eigentlich. Toll. Schon wieder keine Chance.
Das ist doch doof. Aber noch probier es. Jetzt geht's wieder. Da ist dann ein Schmetterling, aber irgendwie kann ich den nicht immer einsammeln. Kann doch nicht... Hä? Du scheinst genug Federn. Ja, danke. Für meinen ersten Trick. Habe ich natürlich keinen Schmetterling bekommen. Glück gehabt. In letzter Sekunde, glaube ich. Kann er jetzt nicht vorlesen, während ich hier ganz wichtige Sachen machen muss. Nämlich rumrollen. Ist nicht irgendwo das Ziel jetzt? Ja, ich hätte beinahe gewonnen. Ich muss nur einen Schmetterling mehr fangen und nicht genervt werden von so einer fiesen Schlange. Ja. Ich weiß ja nicht, ob ich später irgendwie bessere Ausdauer habe. Vielleicht muss ich auch erst später das machen. Aber es ist machbar. Auch wenn man zwischenzeitlich mal dann laufen muss. Denn diese Wolke ist nicht sehr schnell, auch wenn sie ein 64 auf dem Helm stehen hat. Was ja Nintendo 64 bedeuten soll wohl. Ach, Moment. So rollt man. Ja. Jawohl, ich habe einen Schmetterling unbewusst eingesammelt. Das könnte schon der entscheidende taktische Vorteil sein, auch wenn ich am Anfang langsam losgelaufen bin. Oh, jetzt komm. Ich habe keinen eingesammelt. Ich konnte nicht, die sind zu weit hoch. Anscheinend muss ich die Rolle verlassen, kurz einen einsaugen und dann erst weitergehen, weiterrollen. Deswegen ist die Wolke auch wohl so langsam. So, wir waren hier rechts rum, da sind die Schmetterlinge. Jetzt kann ich es wahrscheinlich wieder nicht mehr schaffen. Aha. Also ich werde ja besser. Regen trotzdem nicht. Aber das sollte noch bis zum Schluss reichen, oder? Oh, knapp wird das. Aber verloren habe ich ja sowieso. Ja, komm. Noch einmal. Ja. Immerhin wird man nicht hier bedrängt von anderen Goronen mit ihren Stacheln. Und es geht auch nicht so lange. Und keine nervigen Zuschauer, die mich ausbuhen. Ich sehe es ja immer positiv, sowas. So, bei Schmetterlingen, die... jetzt habe ich schon wieder verloren wahrscheinlich. Jetzt, die hochfliegen, da bleibe ich einfach mal stehen. Anscheinend ist das so gedacht. Ja. Nimi! Jetzt! Hä, ich habe nichts bekommen. Ich dachte, die geben mir Energie. Aber keine Ausdauer anscheinend. Hä, das ist aber merkwürdig. Oder muss ich dabei rollen? Jetzt habe ich Energie bekommen. Ich verstehe das System noch nicht so ganz. Ich darf anscheinend nicht leer sein. Wenn ich leer bin, gibt es keine Energie. Was eigentlich keinen Sinn ergibt. Ja, toll. Muss ich doch jeden mitnehmen, oder? Den habe ich bekommen. Aber ich schaff's wieder nicht. Wenn ich einmal die Rolle verlasse, dann ist schon zu spät. Also einmal wegen mangelnder Ausdauer verlasse. Weil sie leer ist. Sieht immer so knapp aus. Ich werde mir weiter Mühe geben. Von wegen, das Spiel ist so einfach. Ich finde das gar nicht mal so ohne. Aber ist ja auch keine schlechte Sache. Die erste Aufgabe und ich scheitere schon mehrmals. Es gibt vielleicht irgendwie noch einen Alternativweg hier links rum. Nee, ich muss ja die Ringe durchschreiten. Ah ja, ich glaube, das ist jetzt schon wieder verloren. Und ich verlasse mal. Gewinne ich jetzt irgendwie mal Energie oder muss ich da erstmal einen Schmetterling bekommen? Das dauert ewig, bis ich hier Energie bekomme. Jetzt geht's hoch. Als ich schon angefangen habe, mich wieder zu rollen, habe ich wieder keinen Schmetterling bekommen. Ich werde nicht besser. Gerade nicht. Aber das kommt schon noch. Dankeschön. Ich habe ihn doch fast. Oder sie. Muss eigentlich schon fast ein Er sein, so. Wenn diese Wolke drauf ist. Es ist so knapp. Aber trotzdem, ich weiß nicht, ob man überhaupt gewinnen kann. Ist ja immer kurz vor mir. Komm jetzt. Oh yeah, das muss es doch gewesen sein. Ja! Siegesfanfare. Eindruckend, unfassbar, dass ihr vor mir das Ziel erreicht habt. Ich kann es auch kaum fassen. Ja, ja,
Ja, mit dem Pätschi, du Zuckerschnute. Ja, sicher. Dem Sieger gehört die Beute. Ihr beide habt es verdient. Ja, damit. Ih, was lässt sie? Sie regnet auf mich. Nein, ein Pätschi. Puh, sehr anstrengend war das. Für den Anfang. Ja, damit. Und die... Habe ich irgendwelche Federn ausgelassen? Am Ende habe ich gar nicht mehr wirklich welche gesehen oder drauf geachtet. Die kann ich ja jetzt immer noch einsammeln. Dann beim nächsten Mal, wenn wir hoffentlich ein bisschen weiterkommen und nicht ewig an einer einzigen Aufgabe hängen. Aber es macht Spaß und ist herausfordernd bisher. Und es sieht so schön aus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.